Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitligabegegnung zwischen unserer Fortuna und dem MSV Duisburg. Ich begrüße beide Cheftrainer neben mir auf dem Podium und das erste Wort hat unser Gast aus Duisburg, Ilja Kulf, bitte. Erstmal Glückwunsch an Friedel und an Fortuna. Das war ein unglaubliches Spiel, leider mit falschem Ergebnis für uns. Ich kann das nicht mehr hören, weil wir bekommen nach jedem Spiel Applaus, wir bekommen nach jedem Spiel Komplimente, wie wir Fußball spielen. Und ja, aber am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen. Und dass wir so viele Chancen kriegen, dass wir auch nicht Tore gemacht haben, auch heute, ist auch leider bekannt. Wir müssen auch jetzt in die Länderspielpause, die kommen auch uns gut zurecht, deutlich mehr und uns konzentrieren auf unsere defensive Verhalten. Ne? Weil wir haben auch klares Plan, klares Ziel heute und nach 5 Minuten, nach 2-0 Rückstand fällt jedes Konzept ist weg und kann man auch nichts reagieren. Fakt ist, dass wir auch aber Charakter gezeigt haben, dass wir auch weiter an uns geglaubt haben, dass wir auch viele Chancen gehabt haben. Schade, dass auch Stoppelkamp 11 Meter verschossen hat, weil dann hätten wir auch wahrscheinlich deutlich schneller ins Spiel zurückgekommen. Aber auch nach 2-0 Rückstand in die Halbzeit haben wir auch zweite Halbzeit richtig gedreht, richtig nach vorne gespielt und auch mit natürlich gewisse Risiko, dass du auch hinten Tore kriegst. Und genau da, wo wir auch auf Drucker waren, haben wir auch dritte Tor bekommen, wo ehrlich richtig unnötig war. Und ja, was kann man auch noch sagen? So viele Chancen, viermal Aluminium im Rahmen einer Minute, dann, das habe ich auch noch nicht erlebt, nie als Spieler, nie als Trainer. Vielleicht Frieden, du hast auch mehr Erfahrung als ich. Und ja, was kann ich sagen? Wie gesagt, das dreht sich in welchen Kreis, wo ich auch nicht mehr hören möchte. Ja? Wir müssen auch jetzt in die Länderspielpause, klare Ziel für uns, dass wir auch stabil in Defensiv stehen, dass wir auch zu unseren defensiven Basics kommen und ja, man hat auch gesehen, dass wir auch nach vorne spielen können, gefährlich sind. Ich habe auch Statistik gesehen, wieder mehr Ballbesitz, deutlich mehr Torchancen, Ecken, alle Statistiken, aber das bringt uns Punkte nicht und ich wünsche mir, dass wir auch auf diese Konstanz kommen. Letzte 4 Spiele haben wir nur ein einziges Punkt geholt, 4 Spiele davor 7. Ich wünsche mir, dass wir auch kontinuierlich punkten und nicht hoch und runter so eine Phase haben. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Ilja Gruev? Bitte um kurzes Handzeichen. Dann gebe ich das Wort an unseren Trainer Friedhelm Funkel, bitte. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche, Ilja, und du hast es gerade gesagt, du kannst es nicht mehr hören, trotzdem muss ich es sagen. Wir haben gegen einen ganz, ganz starken MSV hier heute 3 Punkte geholt und wir mussten dafür ganz, ganz hart arbeiten. Ich glaube, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, dass sie ein abwechslungsreiches Zweitligaspiel, ein sehr, sehr gutes Zweitligaspiel gesehen haben, an dem beide Mannschaften im Grunde, auf gut Deutsch gesagt, Schuld haben, denn es war ein offener Schlagabtausch, das war kein taktisches Geplänkel, sondern ein offener Schlagabtausch. Und Ilja hat es gesagt, der MSV hat einige an Chancen gehabt, die haben sie leider nicht gemacht, aus ihrer Sicht. Wir haben auch einige Chancen gehabt noch, die haben wir dann auch nicht gemacht. Und für mich ist wichtig, dass wir auch in diesem Spiel als Sieger vom Platz gegangen sind, dass wir wieder mal Charakter gezeigt haben, dass wir auch gute Szenen im Laufe des Spiels gehabt haben. Es war nicht ganz so einfach, denn der MSV hat in der Tat nicht eine Sekunde aufgesteckt. Und wenn man nach so kurzer Zeit 2-0 zurückliegt, dann spricht das für den Charakter dieser Mannschaft, so wie sie zusammengestellt, so wie sie eingestellt worden ist, dass sie bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt hat. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Mannschaft die notwendigen Punkte holen wird, um die Konstanz, die sich der Trainer wünscht, eben in den nächsten Wochen auch auf dem Platz umzusetzen. Dazu wünsche ich dir, Ilja, und dem ganzen MSV alles Gute. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Friedhelm Funkel. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche eine gute Heimreise.